Hallo Leute, SG hat euch was zu sagen, und zwar folgendes. Ihr habt ja jetzt gesehen hier auf meinem Kanal, na, hat's eben geleckt, obwohl wir gar nicht im Spiel sind, egal. Ihr habt ja gesehen hier Hitman unregelmäßig. Ja, das stimmt jetzt allerdings nur halb. Also, ich habe ja eine englische Version und die CD, die ist mir leider, sagen wir, abhandengekommen, sprich, sie sind viele kleine Stücke zerbröselt. Nun ja, was soll man dazu sagen? Man sagt dazu einfach, das Spiel wird pausieren, es wird aber irgendwann weitergemacht, in ferner Zukunft. Oder vielleicht noch diesen Monat, wer weiß. Denn ich habe gesehen, meine örtliche Videothek hat das Spiel da. Und es sind sicherlich nur noch 5 Missionen oder so. Grob geschätzt. Ja, also stellt euch schon mal drauf ein, dass es jetzt eine etwas längere Pause sein wird mit Hitman. Aber egal, das kommt noch alles. Genauso wie Fahrenheit, das ich auch noch ausleihen werde. Von der örtlichen Videothek. Denn das macht Spaß, das macht Laune, und ich werde mal wieder auf meine normale Ansicht, weil die ist mir jetzt gerade hier zu blöd. Und ich habe ein neues Bild. Wenn ihr meinen PsyOps-LP gesehen habt, kennt ihr diesen Mann wahrscheinlich, Nick Scryer. Geiles Bild. Egal, habe ich noch was zu sagen? Nicht sonderlich. Ich wundere mich wirklich, wie schnell das gegangen ist mit den Aufrufen hier, ne? Ich glaube, warte mal. Hier, das ist mein höchstes Video. 74 Aufrufe. Also, da kann man sich schon mal auf die Schulter klopfen. Ja. Es wäre ganz nett, wenn ich ein paar mehr Abonnenten bekommen würde. Aber nicht so schlimm, das denke ich mal, kommt noch alles. Also ich kann schon mal sagen, also wenn ich eins der LPs, also wird wahrscheinlich PsyOps zuerst zu Ende sein, dann wird Splinter Cell 1 und 2 angezockt. Das heißt angezockt. LP'd werden. Ja, schaut's euch an. Ich bin SG und wir sehen uns bei meinen LPs. Und dann heißt es mal wieder, bis denn, ich bin SG.